Hallo ihr lieben Steinböcke, hier kommt eure Legung fürs Kollektiv der Steinböcke. Wir machen ein Sternzeichen-Update. Ich lasse die Karten nur springen und wir schauen, was sich euch zeigt. Wir haben hier für euer Kollektiv eine schicksalshafte Situation, ein Schatten, der sich euch präsentiert, eine hohe Entwicklung auch emotional und spirituell. Und ihr habt ja auf der bewussten Ebene den Klee drin liegen. Das bedeutet, dass ihr hier auf guten Ausgang fokussiert seid, dass ihr kürzere Wege sucht, dass ihr vielleicht auch so ein bisschen Glück verspürt, was ihr schon alles geschafft habt. Ja, und hier habt ihr im Unterbewusstsein, also wenn wir jetzt den Ausgangspunkt mal nehmen mit dem Kreuz in der Mitte und dem bestimmten Schatten oder der bestimmten Emotion dazu, habt ihr auf der unterbewussten Ebene Kreisläufe, die ablaufen. Es dreht sich etwas im Kreis, ihr kriegt den Fuß irgendwie aus einer Nummer nicht raus. Es kann ja ein Beziehungsthema sein. Ein Thema mit Beziehungen, Partnerschaften, Verbindlichkeiten, Verträgen aller Art. Ja, es geht sehr viel um die Emotionen hier, die ihr zu irgendetwas habt. Eine Einstellung. Es geht auch ein bisschen um euer Seelenglück. Ich sehe in der kommenden Zeit viel Nachrichtenaustausch für euch. Ich habe aus der eigenen Sicht raus oder in eurem eigenen Haus sozusagen vielleicht auch das Gefühl, dass ihr vieles alleine stemmen müsst, das Gefühl des Alleingelassenseins, des Abgetrenntseins von irgendwas, vielleicht auch das Gefühl, dass nichts, aber auch gar nicht so richtig rund läuft. Möglicherweise geht es hier auch um Themen der Unabhängigkeit, wo euch das Umfeld immer wieder, ich sag mal, euren Frieden ein bisschen wegnimmt, weil es mit Unklarheiten auf euch zukommt. In der nächsten Zeit sehe ich euch viel kommunizieren, die Dinge auf dem kurzen Weg zu klären. Ihr habt ja auch gute Nachrichten. Falls du selbstständig bist, liegen hier auch Aufträge, die reinkommen, im kleineren Bereich zunächst mal. Und falls du was mit den Behörden zu tun hast oder zu klären hast, liegt hier auch die Aufklärung oder die gute Nachricht. Deine Hoffnungen und Ängste sind so, dass du eventuell denkst, das, was hier als Schwierigkeit angezeigt wird oder das, was an dir nagt, bleibt ewig im Mangel oder du kriegst dein Leben nicht richtig in die Fülle gedreht. Ich habe hier auch irgendwas, das sind so, nenne es Gespräche, die immer noch an dir nagen, die dir nachhängen. Irgendetwas, was dich vielleicht auch stark betroffen oder verletzt hat. Aber du hast hier den Schlüssel am Ende, ne? Lass den Prozess mal noch ein bisschen aufklären. Versuche es über die Kommunikation zu machen. Das heißt, sag auch, wie du dich fühlst bei den Dingen. Und dann haben wir hier die Lösung. Die Lösung kommt hier sozusagen in dein Haus. Vielleicht auch in alle Themen des häuslichen Bereiches, des Umfeldes. Aber du bist hier wirklich auf dem guten Weg. Und ich sehe auch keinen wahnsinnig langen Prozess. Mit dem Klee dabei hast du immer auch die kurzen Wege oder die Lösung in mehreren Bereichen. Das, was hier liegt, wird dir auch emotional gut tun, würde ich es mal nennen. Und auch viele Gefühle von dir klären oder Sachen, mit denen du dann in Frieden gehen kannst. Ne? Hier kommt für dich: kreiere dein eigenes Leben, folge deinen Träumen,
Vielleicht brauchst du dazu noch ein bisschen Klärungsbedarf, was du überhaupt willst, weil ich sehe, dass immer wenn du dich geklärt fühlst, vielleicht von außen wieder was kommt, was dich ein bisschen vom Weg abbringt. Ja, wenn ich nicht gestorben bin, dann mische ich noch morgen. Ja, nimm mal Führung an, auch für dein Leben. Zeig anderen, wie es geht. Du hast hier irgendeinen Bereich, in dem du sehr speziell und sehr gut bist, wo du anderen was weitergeben kannst. Und ja, nimm Führung auf, ne? Leite auch andere an oder gib etwas weiter von dir, das sehr speziell an dir ist. Und unten am Kartendeck habe ich noch, dass alles seinen Preis hat. Das ist jetzt so, dass du es vielleicht noch vielen recht machen möchtest und dass dir das auch selber ja in die Quere kommt. Wie heißt es so schön? Jeden Menschen recht getan ist ein Ding, das niemand kann. Also da könnte vielleicht die Lösung drin liegen, dass du es zunächst mal dir recht machen musst und deinen Belangen. Das erste Haus, das Erscheinungsbild des Selbst, das Ego wird hier angezeigt. Das erste Haus ist ein Haus des Elementes Feuer, auch der Sternzeichen wieder Schütze und Löwe. Und du hast hier unten noch den zunehmenden Mond. Also es geht schon auch um deine Verwirklichung, um dein Wachstum und du sollst dich hier nach vorne fokussieren. Die Vitalität wird hier wieder besser sein für dich. Du kannst auch mit einer anderen Lebensenergie weitergehen und es ist gerade so ein großer Klärungsprozess für dich. Ich habe hier zweimal auch noch das Element Wasser dabei, also emotionale Klärung. Emotionale Reinigung, emotionaler Fluss. Und hier hast du noch, deine Träume sind zum Greifen nah. Bleibe im Vertrauen. Ihr lieben Steinböcke, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich drücke euch. Bis bald.